Ist die noch Standard oder ist die auch schon überarbeitet? Ich hätte jetzt gesagt, lass dich mal überraschen. Würde ich sagen, Versammlungsraum und dann ab nach oben, hm? Erstmal angreifen. Erstmal in den Keller angreifen, habe ich gehört. Erstmal angreifen hier. Easy peasy, ein paar Granaten reinschmeißen. Ist ja keine Geisel mehr. Ach oh, geil, gut, dass du sagst. Nimm dann Hibana mit, ja, statt Termit. Ja, nimm fucking viel. Franz nimmt doch immer Hibana, oder nicht? Und wenn wir Keller angreifen. Ja, Franz hat nicht drauf ausnehmen. Der ist gerade überfordert, der Franz. Nimm du von Termit, Franz. Was er will. Ach, verdammt. Oh, ein Jackal. Irgendwas okay. Fehlt. So. Nee, alles gut. Ja. Nee, weil wenn man Keller angreift, dann macht dir einer die Falltüren auf und die anderen machen unten auf, wenn möglich. Deshalb. Ach, stimmt, ja. Aber gut, egal. Jo. Macht man trotzdem, genau. Weil ich kenne den Trick mit Tibana, wie man an den Störsender vorbeikommt. Boah, Franz, du könntest deine Tipps auch sagen, aufschreiben in einem kurzen Satz. Keine 20 Wörter. Könntest du dir an Ubisoft schicken. Dann würden die dir in den Ladebildschirm hier einbauen. So wie bei. Ich hab dir jetzt eher gesagt, den Lachscode, den Bro-Code. Die sind Küche. Küche? Küche, ja. Also, was finden wir denn hier für Typen, ey? Die spielen ja alle ganz anders. Ah, die haben die Dingsfotze. Alibi. Genau. Daniel, Spawnwechsel machen. Bei Few Spawn. 10 Sekunden. Auch auf einmal bei der Ostpocke. Hm? Ja, da finde ich gut. Aufpassen, dass keiner aus dem Badezimmer spielt, ne? Ganz genau. Badezimmer im Blick. Biogefahrenbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Station. Ich bin sowas wie Badezimmer gesprayt. Richtig gut. Badezimmer ist noch zu. Eine ist rausgelaufen jetzt. In der Scheune ist ein Alibi. Aus dem Raum nach Hologramm in der Scheune. Ansonsten ist die Scheune cool. Also es war ein Holo, ja. Es war ein Holo. Scheune ist cool. Im Flur steht auch ein Holo. Badezimmer ist immer noch zu. Ich bin raus aus den Camps. Wenn du auf den Boden schießt bei dem Holo, Daniel, so. Dann kriegst du das. Schau hier mal auf. Ja, ein Holorad habe ich schon in der Figur. Das andere kann ich nicht ganz sehen. Jo, ich hab's. Ich wollte kurz entdeckt, aber ich hab's. Ich hab gefetchert, müsste es aufkriegen. Ich hab die Cammy im Flur. Hier sprayt einer, wollte einer sprayen. Aufgemacht. Im Flur ist das Vigo. Im Flur. Boah, das ist aber ein kleines Loch, oder? Du hast doch drei direkt hintereinander gesetzt, oder? Zwei. Hinterm Behälter, ganz hinten durch ist einer. Zimmer, sauber. Da ist einer. Ab rein. Ab ihn. Dann macht er ihn. Sauber. Nice. Jetzt. Gleich geht das Licht aus. Küche ist noch einer. Aufgeschreckt. Küche ist tot. Könnte aber noch ein zweiter sein. Kein Set Call. Könnte. Doch, Küche ist noch einer. Links. Küche müsste noch einer sein. Den Biogefahrgutbehälter. Nehmen wir einen, oder? Ja. Warte, ist hier jetzt einer, auf jeden Fall. Das ist Alibi. Nee, der Alibi. Ach. Der ist ein verbleibender Gegner. Kommt die Alibi? Flur, glaube ich. Ja, Flur. Ja, die kommt. 30 Sekunden. Absolut. Okay. Sauber, Daniel. Easy. Ich war gerade in der Schöner Angriff. Das ist ganz anders mit dem mit dem neuen Headset jetzt Rainbow zu spielen. Jetzt hört man auch mal ein bisschen besser, ey. Wahnsinn. Hast du ein neues Headset? Ja, schon ein bisschen länger, aber wir haben ja schon länger nicht mehr Rainbow gezockt, ne? Ja. Was hast du denn? Wo gehen wir? Moment, ich muss noch mal kurz gucken, wie das heißt.
Ja, das heißt Be Excellent von Ear Force, glaube ich. Okay, okay, okay. Das war irgendwann mal von, ist das gezahlt, von 50 auf 20 runtergesetzt. Und habe ich zugeschlagen. Oh, und, ja, krass. Das sind ja keine Preise mehr. Das sind ja keine Preise. Nee, aber als ich damals geschaut habe, waren aber trotzdem die guten Headsets, die waren aber immer rund 100 Euro zu sehen. Ja. Franz, machst du Startzimmer oder? Ja, du machst dazu, ja. Mann, ich habe trotzdem halt schon direkt, als ich das erstmal aufgehabt, einen Unterschied gemerkt, bei meinem alten Headset hatte ich halt, konnte ich halt die Richtung nicht bestimmen, von wo die Schüsse kamen. Vor allem bei PUBG habe ich das halt gemerkt. Und als ich erstmal das Headset auf hatte, habe ich sofort gehört, ah, der Schuss kommt von rechts, der Schuss kommt von links, das Auto fährt von rechts an. Es bleiben noch 10. Ja, ja. Tommy, kannst du hier noch die Doppeltür noch mal schießen? Ja, mach ich. 5 Sekunden noch. Hier wird noch irgendwo eine Drohne. Ja, ich sehe sie. Ich habe eine. Also meine Kontakte hast du? Ich brauche eine. Ja, also ich lade Munition nach! Kann ich machen. Wobei, ich habe einen C4, hat jemand eine Kontaktgranate? Nee, ne? Ich bin direkt gut, ich muss mit C4 loswerden. Ich habe eine Kontaktgranate, ich habe eine Kontaktgranate. Alles gut, alles gut. Ich bin direkt gut, ich muss bestraft werden. Wir haben die Wände zur Küche leider nicht zu. Küche nicht zu. Aber das bin ich schon, dass ich gut bin, weil es würden trotzdem noch zwei Wände fehlen. Ich hätte noch eine Wand habe ich, glaube ich, falsch gesetzt. Ja, wenn du noch eine Wand hast, zu spät, die zuzumachen. Da wird durchgesprayt. Die ist offen? Doch, offen. Mhm. Also von Tower an die Offensivspieler. Auch anderer Seite. Schild auf jeden Fall. Tower oben. Feindlicher Scan steht an. Ich lade ihn nur. Der Standort ist gefährdet. Scheiße, ich glaube, ich habe mich jetzt gesehen. Fuck, ich habe gedacht, das wäre das. Vibriere Lippen, das ist irgendwie. Noch einer angefragt, ich weiß nicht, wer das war. Nice. Jo. Sein Steffen war noch im Tower-Bereich. Küche. Küche ist offen. Küche. Der Typ, Blitz. Küche sehe ich. Küche sehe ich. Ja. Ja, Blitz hat mich. Der spielt auf die Küche. Ah, haben wir noch zwei Sterne. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Hinten bei der Biene ist einer. Ach, da kommt der. Laufen da. Franz. Der Gegner versucht, den Biogefahrgutbehälter zu bekommen. Ah, Mist. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Hinten Bühne ist noch einer, Franz. Ich habe ihn eingestellt. Ja, ja. Nice. Der ist nicht drin, Schade. Schade. Schade, Franz. Ich habe jetzt 3 Assists bekommen. Fuck, ich den einen nochmal geholt, ey. Schade. Der Call von der Bühne war auf jeden Fall gut. Ja. So, jetzt denk dran mit Hibana und Termite. Regelt, wer ist. Jo. Ja. Aber. Ach, Termite. Oh, ich glaube, wir sehen uns klar. Er macht Keller. Wir schauen einfach von oben einfach mal auf und sehen, was passiert. Ja, ich komme eventuell nochmal rüber, falls ich fetchern muss. Ansonsten machen Dani und ich den Keller. Also, von unten halt. Ach, wie Tommy einfach mal keine Tarnung hat. Seine Waffe ist so ein Noob. Oh, ich hab doch nie einen Pass, ne? Ja, und? Kannst du das mit Standard-Tarnung aufpacken? Nö. Kein Geld dafür. Nee. Wir kriegen noch 10 auf Breaker. Wir kriegen keine 2 der Klappen. Wir kriegen noch 10 auf Breaker. Nein, wir kriegen noch 10 auf Breaker oder so. Was? Der Keller ist cool. Achso, ja, scheiße, das ist doch die Season Pass, ja. Ja. Aber 10 auf Breaker? Hier oben, Schlafzimmer?
Ja, klar, ja, aber wie viele da sind, richtig viele. Das sind ja fast alle. Oben. Wir sind oben. Ich bin durch. Gute Arbeit. Also sagen wir so, Tommy hat zwei Stück. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Ja. Wissen wir überhaupt irgendwas, was die haben, Typen? Vor allem mal Ela. Das war... Keine Ahnung. Und Bandit hatten sie. Wenn ich Castle gesehen habe, FK. Ich glaube, Power war kalt gelaufen, ne? Also hier, wie wo ihr immer angreift, da ist, die haben noch die Olle mit dem Fenster hier. Ich wurde entdeckt. Weiß nicht. Mira? Ich habe ich nicht gehört, doch die ist kaputt. Haben die eine Bakery oder? Haben die hinten da? Oder auch für mich, mit dem Fenster hier sind. Jo. Jemand eine Standardladung für mich? Na! Komm Granate! Warte! Hat die gerade nicht mehr gezündet? Hab einen? Nein. Ja, gefeckt. Wo war der Typ? Daniel, wir sind hier hinten cool beim Schlafzimmer. Ich glaube, Franz hat den. Ich glaube, Franz hat den. Ja, dann ist das eine Standardladung, Stefan? Nee, gar nicht, leider. Auch schlecht. Ich glaube, das ist links. Ja, ich stelle mich. Arbeit. Ich glaube, bei Ela. Vor dir liegt noch eine Giftladung, Daniel, im Flur. Ich werfe da mal eine Patcher hin, dann müsste die kaputt sein. Jo, ist kaputt. Zwei Stück zerstört. Tür ist zu in den Raum. Ich kann die aufschießen. Links. Fuck. Links. Kleine Schlafzimmer. Ich bin da. Oben ist soweit alles cool. Also der Drohnen. Du könntest gucken, ob du durchkommst, Daniel. Und dann können wir hier hinten noch aufmachen. Wie war denn deine Drohne? Ich habe leider meine Ladung. Da läuft, glaube ich, was auf der Treppe. Das wäre nice. Nee, falls ihr echt in den Flügel. In der Ecke war was, Daniel? Pass. Fahren auf. Genau so. Jo. Nice. Hinter dem Bett, wenn du da schräg durchguckst, da war was. Du musst eigentlich probieren, ob du schnell hier rüberkommst. Sonst müssen wir durch die Tür. Ich hab trotzdem keine Ladung mehr. Ach, du hast keine Ladung mehr. Da war gerade einer. Er schaut gerade in den Flur. Er schaut jetzt immer ein bisschen rein. 20. Bisschen. 15 Sekunden übrig. Ficken. Sauber. Nein. Aber Ping-Pong ist. Scheiße. Ich hab noch einen vom eigenen Trupp. Eigener Trupp neutralisiert. Ich hab probiert reinzukommen, ja. Aber da macht man nix. Okay, jetzt müssen wir den Keller holen. Jo. Jetzt holen wir den Keller. Ich würde gerne Jäger nehmen. Nehmen wir. Jo, klar. Long Range. Oh, ich spiele gerne Smoke. Bisschen Short Range. Ja. Schuhut. Ha! Schulz! Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Gefahrenbehälter. Wer raus will, also offensiv spielen will, der geht bitte durch die Treppentür raus. Hinten mache ich schon alles zu. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Grüne. Bei dir. Ich spreche mich lieber an, bevor du irgendwas anderes kaputt machst. Hauptsache. Hast du jetzt noch eine Wand? Hast du schädenhaft ins Gerät reingeworfen? Kurz Gerät reingeworfen, Franz.
Wand verstärkt! Dass die Schäden haben sich in die Twitch ich dir immer noch eine Wand. Gerät reingeworfen. Ich hab keine Wand mehr. Noch 5 Sekunden. Ich mach jetzt die Tür zu. Stefan, willst du auch noch raus? Weiß ich nicht, ich geh noch raus, ja. Komm, das Ende ist ja keine Wände mehr. Ich hab meine Wände wieder hinten zugemacht. Hier ist mal irgendwo eine Drohne. Die find ich nicht mehr. Wir haben alle Wände zugekriegt, hier fehlt noch eine. Ich habe meine Wände wie früher immer gemacht. Früher. Auf jeden Fall bei den Twitch-Runden. Alles gut. Ach, Daniel, die kommen gar nicht so weit, das ist gar nicht von Relevanz. Trotzdem. Achtung, Franz, ich habe unten schon ihn getötet, ja. Nice. Ich hab einfach meine Smoke da. Pass auf, jetzt oben. Boah, Alte! Was? Von außen? Die Spritze ist aufgezogen. Wo war die? Boah, der hat mich einfach so lucky da gekriegt, der Typ. Aber die waren unten da im Raum. Also ich kann sagen, wenn was hochgelaufen kommt, Stefan. Mach ruhig zu, ich sehe die Camps. Ich schau aus oben. Sag Bescheid, Stefan. Der hat hinter dir aufgespannt. Ach nee, und doch, hinter dir aufgespannt. Ja. Sauber. Sauber. Also, aus dem Achtung, du bist da. Tower-Treppe ist offen. Ja, ich. Da ist einer unten, hinter diesen Regalen. Aber ich glaube, wieder einer läuft gerade. Da sind zwei Stück. Der zweite hat mich geholt. Ja. Ash und noch ein zweiter, ein Engländer, glaube ich. Oh. Zieh dich zurück, Stefan. Du KB, hab ich geholt. Also wenn, dann über hinten Tower. Stefan. Ja, da war auch eine krasse Einschusswaffe, die Dokemi da, ne? Wir sind im Geiselraum, also von da aufgemacht. Jetzt fängt einfach den Flur ab, das bist du reicht, oder? 15 Sekunden. Ja, 15 reicht Flur. Oh, ah, da hab ich Stefan zu viel, ne? Fuck! Und die Runde geht auf dich, Stefan, ne? Ja, so wow, was für ein Panik-Game diese eine Bastard auch bei Stefan hatte eigentlich, ne? Ah, oh, die Runde geht auf dich, Stefan. Will der den unbedingt Messer? Ja, wollte ich ihn nicht haben, ne? Scheiße, die sind jetzt sicher, Kerl. Tommy, du bist Rekrut. Viva ist noch nix, oder? Ja, doch. Boah, Scheiße. Ich hab Rekrut angezeigt worden. Entschuldigung. Ja, ja. Ja, das ist so, das war so. Ja. Du bist ein Bug. Ah, wir sind jetzt ein Mann mehr. Alles easy. Oh. Ja. Hast du eh gesagt. Rausgeflogen. Ja, Stefan, du wolltest gerade unbedingt messern. Also, sind wir kurz. Also, Stefan, du hast ja nicht verstehen, ne? Ich will halt deinen Zuschauern ein bisschen was bieten. Also mir, wenn ich mir das dann angucke. Ich weiß schon, dass das ein Silent-Video kommt. Alter, man kriegt das nicht aus dem Hals. Ja, aus. Nur, dass du die drei Kills vorher nicht auf den Kopf genommen hast, die ich gemacht habe. Ja, durch diesen Tod hatte, sind die drei Kills nicht so mehr. Der ist scheiße. Frost ist die letzte. Frost haben sie noch. Frost ist die letzte. 10 Sekunden bis 1. Lecker. Noch 5 Sekunden.
weiter zum Diamantbehälter und diesen sichern. Drohne aktiviert. Bin in der Drohne. Der erste Raum ist cool. Der Flur ist ja auch cool, hier liegt nur Stacheldraht. Franz, ich Drohne. Okay, du drohnst schon, okay. Im Geiselraum liegen liegt eine Frostmatte. Ich stelle mal hier vorne hin. Doppeltür ist zu in den Raum. Und Tommy ist schon so weit vor. Cool aus unten. Ich hoffe, ja. Ich habe nichts übersehen. Ich bin aktuell nicht mehr in der Drohne. Oh ja, hier ist jemand. Tommy, pass auf. Um die Ecke rum. Der ist wieder abgehauen. Der ist wieder abgehauen. Sprengladung ist aktiviert. Komm, das hört schon an, bitte. Lade nach! Nee, hier Richtung Küche ist er gegangen. Also die haben hier hinten ein Mirrorfenster, Daniel, da müssen wir aufpassen. Und oben ist was, oder? Hier müsste ja nee, eigentlich alles cool sein. Zweiten Raum haben die auch ein Mirrorfenster, ich mache im zweiten. Also der andere war halt dieser Virtual Race, der war in der Küche. Der war Richtung Küche gehen. Okay. Achtung, ich fuse. Oh, ich kann hier nicht fusen. Dann gib mir Rückendeckung aus der Küche. Ja, dann fuse ich hier die Treppe runter. Also geht mal von der Tür weg. Pass auf, Tommy. Ecker, Tommy, weg. Ah. Ja, Mira-Fenster. Dani, hinter uns. Hab ihn. Gut. Wow, hier ist nur noch einer. Den Raum, der den letzte ist im Raum. Der ist bei mir, Geiselraum. Hab ihn. Nee. Er ist hier durch die offene Wand rausgegangen. Ja. Hat sich immer gemessert, er. Kam mir irgendwie bekannt vor, die Szene gerade. Nö. Dann kommt gerade hinter uns Heli-Tio, Stefan, so wird das gemacht. Ich hab 4 Assists, kein Kill, ne? So, wo gehen wir jetzt hin? Waschküche? Wir haben ja irgendwie jede noch Verteidigung von mir verkackt. Dann zählt das als Kill. Mir ist egal, wo wir hingehen. Mir ist mal. Warum haben wir die letzte verpackt, Stefan? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau. Tommy, noch eine Assi, dann hast du einen Kill. Ja, König. Ich hab noch keine eine Aktie. Ne? Aber wie? Ich hab's ja gesehen. Du erledigst ja den Gegner mal direkt. Wann hab ich Kills gemacht? 4 von mir hat er geklaut, ne? Ist ja wahr, die erste Runde. Ist ja die erste Runde den trägt. Raum sicher. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Die erste Runde trägt. Und dann lässt er sich tragen. Auf jeden Fall. Also ich bin doch immer vor dir, Stefan. Also halt deine Fresse. Naja, die Runde ist ja noch nicht zu Ende. Und hier hinten die Einzeltür noch drin, ne? Ja. Hier links. Genau. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Sicher! Nee, also ich geh außen. Meint ihr eigentlich, dass die außen Nachbarn? Nee, ist egal. Im Auge behalten. Okay. Aber Hauptsache noch die Einzeltür oben. Ja, sind die außen. Ja, bin unterwegs. Sprinte. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Das reicht noch. Ich hab eine Drohne geholt. Die Treppentür ist auch noch nicht zu. Ja, das reicht noch. Nicht bewegen. Oh nein, mein Handy klingelt. Nee, das war nicht das Handy. Ach so. Ich behalte die Nadel vor. Eben sind sie vom Tower gekommen und nicht von der Baustelle. Ja, die kommen gerade hier lang. Ah, vorhin hatte ich schon mal eine Treppe war noch gut aufgeräumt oben. Ab Sledge? Ja. Nice. Siehste. Sauber. Ja, wir werden gedroht, Franz. Ja, aber eine Drohne. Sauber. Bis jetzt bin ich wieder in der Drohne.
Ja, diesmal, okay, diesmal ist hier oben bei der Treppe. Ja, cool. Ja. Gift platziert. Hey, los. Über mir läuft aber auch noch was rum. Also ihr Schlafzimmer da oben. Drinne? Magazinwechsel! Nice. Haben eine Kappe. Die zweite nicht. Gut. Für was? Einer ist mein Gift, der ist schon im Flur. Aber einer. Hier. Oh, die haben ein Schild bei mir. Hier Blitz ist bei mir. Auf der Treppe. Ach, probiert zur Not so viel Zeit wie möglich rauszuholen, Stefan. Sauber. War das Blitz oder ein anderer? Ja, Blitz. Okay. Ich glaube bei mir hinten. Also unten müsste auf jeden Fall noch was sein bei uns. Also Stefan, wenn du push ja, hier. Du könntest ja von hinten kommen und den Messer Stefan. Runter. Ja, probier's. Boah, Alter. Oh, hier ist ja zu. Sind da beide? Oh, Ash hat nur noch ein Viertelleben. Ist gleich Schreck. Ja. Ja. Ist ja mal in mein Gift gelaufen. Ja, das war die. Ist der andere da auch, Stefan? Hier oben ist auch noch ein Schildtyp. Irgendeiner. Bei Daniel ist der letzte. Oh, oben? Der letzte ist bei mir oben. Alles klar. Der aber der läuft durch den Witzig. Die ist Versammlungsraum. Der kommt zu dir, Tower. Tower kommt der. 15 Sekunden. Die wollte ich gerade das Gift rausziehen. Ah, dieser Schildtyp, ey. Mach die Tür ruhig nochmal zu. Kann man nicht Headshot geben? Ah, der kommt da eh nicht runter. Bleiben noch 5 Sekunden. Besser. Sauber. Ja, auch wenigstens noch ein Assi gekriegt. Gute Runde. Die haben wir jetzt konsequent gut zu Ende gespielt. Hey, Verlängerung, Jungs. Verlängerung. So hört sich das an. Wir machen uns schnell 6 easy Runden, damit wir unseren Rang bekommen. Und wir spielen hier nur Verlängerung. Genau. Wir haben es halt nicht verlernt. Oh, nochmal verteidigen. Wo gehen wir? Küche habe ich gehört. Waschküche habe ich gehört. Oh, diesmal werde ich. Du hast es falsch verstanden. Das nennt man Training, Stefan. Das nennt man Training. Ich werde aber diesmal nicht umlaufen, glaube ich. So lange wie möglich herauszögern. Guck, ob du da eventuell irgendwie was machen kannst mit Zeit rausholen. Machen wir. Ja, dann wie krasser Schrotze habe ich gehört. Läuft. Ich bin gespannt, habe ich gehört. Obwohl mit Schrotze. Damals war der auch Game mit Schrotze, muss ich sagen. Bandit? Ist der Beast. Den Raum müssen wir verlieren. Wir müssen den Bio-Gefahr. Der Schrotze war doch immer Schrott. So. Ah, scheiße. Ich bereite ihn nach. Das ist jetzt die Falltür wieder. Gar nicht mein geiles Wortwitz mit. Tommy, pass auf. Falltür. Doch, der Witz war toll. Die Drohne wird gegen den Bio-Gefahrungsbehälter lokalisiert. Zwei Drohnen durchgeschwommen. Hab zwei Drohnen. Oh, das ist nur die dritte. War noch eine. Hab eine dritte. Hier bei mir noch eine. 10 Sekunden noch. Ja, Jason. Hatte. Lade neues Magazin! 5 Sekunden noch. Hast du hier wieder geschossen? Das kannst du hier oben zumachen, Tommy. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ja. Wäre natürlich toll, wenn der dann. Sag mal, wo habt ihr den Lass gut sein, glaubt? Ich mach's mit Holz. Das. Nein. Ah, Tommy macht das easy. Ja, deswegen wird doch schon die Haupttür durchgeballert. Easy. Franz, wir werden hier schon getroffen. Timing. Ja, gerade dabei. Garage wieder, oder? Also von Baustelle meine ich? Baustelle, ja. War auch wieder oben was? Hier ja, Baustelle ist Gift. Direkt bei der Baustelle selbst. Oh, hier ist was offen. Da liegt einer. Der hat jetzt echt einen Strom da gekriegt, ne? Gift platziert. Wie frisch ist das denn, ne? Ach, ich hab den nicht down geschossen. Wow. Die sitzen zu dritt da draußen. Ein Russe. Also Daniel, wo bist du? Du bist auf der Treppe. Ja, dann halt von der Seite aus, von Daniel aus. Haben draußen drei gesessen. Okay. Jeden.
Ja. In das Versammlungsraum gegangen. Da war auch ein Russe mit bei. Ja, der Einer ist in meine Matte gerannt. Einen habe ich angeführt. Die Bahner macht die Falltür auf. Falltür auf. Wow. Ich glaube, Blackbeard ist da oben. Welche Falltür? Frauenfalltür. Die Hauptfalltür. Frauenfalltür. Ja. Wenn ihr die Tür braucht, sagt ihr Bescheid, ne? Oder? Ne, es blockiert. Die Tür ist ja noch blockiert. Ja, jetzt machen wir die Tür auf. Sorry, Franz. Bei Daniel geht jetzt auf. Falle, denke ich. Nicht. Ich glaube, die sind über uns, Franz, hier bei der Falltür. Oh, die ganz oben ist offen jetzt? Decke, die Decke haben die aufgemacht. Ja. So, die Falltür. Ah, fuck. Ja. Ah, der hat aber trotzdem. Wie müsste jetzt aufgemacht worden sein? Das Hedge. Okay. Der Gegner versucht. Franz hinter Doppelhut. Auf den Biogefahrgutbehälter verhindert den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Ich hab einen down, an der Treppe downgeschossen, aber von oben die Warnbehälter sofort eingreifen. Auf der Treppe, oder? Ja, hinter uns. Du musst reingehen, verteidigen. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Er ist auf der Treppe. Versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Links. Schade. Ah, Scheiße. Einer war noch neben mir. Noch einer. Ja. Kann der jetzt hier? Ja. Er wurde hinten. Das waren vier Leute gegen ihn. Ja, vier noch. Okay, ich war alleine. Ja. Schwarz. Ja. Von hinten geholt. Von der Treppe. Ich dachte, die war noch im Nacken. Aber naja. Aber links war gut gecallt, ne? Ah, scheiße. Cool. Ja. Aha. Die haben jetzt. Ja, weil wir die hinten blockiert haben, haben die einfach alle von oben. Ja, aber keine gute Idee, mit Blitz da zu schließen. Ja, wir sind gleich eine bessere Kunde. Ach, scheiße. Die Banner. Also Keller haben wir die ja wirklich kaputt gemacht. Jo. Sind sie schon nicht nochmal Keller? Sonst machen wir Keller kaputt. Wir hätten das Match aber eigentlich schon gewonnen gehabt, wenn Stefan nicht hätte messern wollen. Den Standort des Biofahrers finden. Um es mal in Raffs Worte zu packen, ich wollte mal was Verrücktes probieren. Genau. Der Keller ist clean. Sehen wir euch wieder Küche oben. Oder was? Nee. Ich glaube oben. Dann oben. Ja, oben. Ja, oben. Ach. Und der Mute. Ja, der Mute-Sender. Oh, scheiße, ich bin noch direkt. Wir haben zwei Mute-Sender in der. Ja. Daniel, aber anders hat vielleicht keinen. Spawn diesmal wieder bei mir, ne? Oh, krasses Bodenskills hier von Viva. Scheiße, wenn ich den Sprung jetzt noch geschafft hätte, dann war das ein Baustelle. Dann springt die da nicht mehr, ne? Bin ich jetzt falsch gespawnt? Ach, aber Baustelle gespawnt. Erlaubnis zum Angriff. Nicht das andere. Aber solange wir gemeinsam angreifen, ist ja alles gut. Ich renn schon auf dem Dach rum. Ah, der hat da bestimmt gar nichts. War doch hier auf dem Dach, oder? Oh, in Tower ist einer. Da kommt's auch wieder. Die Drohne ist bereit. Nein, da nicht drin. Diesmal ist hier offen. Wieder Mirrorfenster. Der Raum links ist cool. Da ist eine Mirror. Links ist ein Loch. Ich muss hier kurz fetchern, weil da mehr links ist. In der Wand ist ein Loch. Ja, das ist ein Mirrorfenster links. Ja. Raum ist selbst zu und vom Flur aus. Da oben ist einer drin, Franz. Ja, ich hab ihn. Der ist da rechts packt gewesen. Das heißt, wenn der macht Flur, geht mir jetzt mega auf den Sack. Geh doch links da auf die Sack. Soffen. Der pusht! Tommy, der pusht vor sich! Daniel hat den sauber. Hab ihn. Da noch einer, Daniel! Ach, ja. Sauber, sorry, ich hab dich angefragt. Ich bin down. Ich
bin da. War das der, der den wir gerade gekillt haben? Ja, ja, ich glaube schon, ja. In der Decke da, ja. Dann schaffst du es zu uns in den Raum zu kriechen? Ich probier's. Boah, da im Flur ist es schwierig zu heilen. Ich bin unterwegs, ja. Hatten die Frost? Hast du den im Tower? Nee, ich hab den hier drinnen im Raum. Tower? Na gut, dann ist ja nur noch ein Gegner. Nice. Im Tower ist nur einer. Sauber. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert. Pass auf Frostmatten auf. Ah, ich bin down, der gerade Schrank holt. Hier ging ein. Wir nehmen einen. Okay, letzter ist im Tower. Ich glaube von meiner Seite. Ich bin erschreckt. Ja, von meiner Seite. Hab ihn. Nice. Schöner Angriff. Sehr gut. Verlängerung. Sehr schöner Angriff. Daniel! Was ist in deinem Leben schiefgelaufen? Ich hab 4 Assis mehr. Ich hab 9 Kills eigentlich. Daniel! Haben wir trotzdem nochmal Waschküche? Keine Ahnung. Versammlungshalle geht auch, wenn wir alle einen Operator haben, denke ich. Was? Ja, wenn wir das komplett zumachen diesmal, dann würden wir es eventuell schaffen. Ich weiß es aber nicht. Mir ist es egal, also ich will es jetzt nicht bestimmen. Ja, immer. Mach mal, wen nehme ich denn? Also wir haben Blitz, wir haben Mute. Okay, diesmal auf jeden Fall nach Küche zumachen. Das ist kein Rekrut. Jo. Scheiße, Frost wäre bei denen nice gewesen, weil die brauchen aber trotzdem lange, bis die in irgendeinen Raum gehen. Geil, deine Elefanten. Ja, wir sind so ohne Frostmatte gerannt von. Den Raum sichern. Hm? Wir müssen deine Elefanten sind auch gut. Franz, machst du wieder Tower zu? Ja. Dann mach ich dir die Einzelwand. Stehe ich jetzt richtig? Ja, ich stehe jetzt richtig. Ja. Und... Von mir so habe ich. Ja. Auch eine. Jo, und Kontaktgranate, dann bitte die falsche. Ja, kann ich wenn's machen. Möglich ist. Ja, mache ich erst nachdem die Zeit hier abgelaufen ist. Boah. Es bleiben 10 Sekunden. Eine Drohne fährt hier noch im Raum rum. 5 Sekunden. Heißt diese. Hab sie. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut. Welche ist offen? Raus rein, Franz. Okay, Franz aus. Bleibt draußen. Jo. Errichte eine Barrikade! Machen schon wieder hinter der Bühne irgendwo. Der Tower. Nur ein kleiner Blitz. Ja. Nur ein kleiner Blitz. Scheiße. Ach, ist doch durchgekommen, das. Ich glaube, wieder Küche. Tower wurde gepatchert. Oh, die haben mich gesetzt bei mir. Ivana bei mir. Ja. Tower wurde gepatchert. Hab die Ivana. Werden wahrscheinlich aber trotzdem noch Termite haben. Hier ist ein Laserpointer bei mir. Pointen hier oben rein. Weilen sich jetzt hier. Bei dir was rum, ne? Ah, bei mir ist Blackbeard. Ist oben bei dir schon offen, Stefan? Ah ja. Hier, achso. Fenster meinst du, ne? Ja, aber ein Fenster ist rein. Alles easy. Tür ist offen. Ach. Garage, glaube ich. Ja, Garage. Ich bin durch Keller weggelaufen. Ja, die bespaßen, die versuchen mich jetzt hier Tower ist auf jeden Fall noch was zu Franz. Lass die, ich lass die mal machen. Ja, ich bin jetzt bei Tower. Eine Mitte. Ist jemand in der Tower Cam? Oh, das hat er nicht. Kann was ich war nicht. Denn das jetzt für ein Operator? Ach, dieser Leon. Ja. Okay, der hat mich jetzt mit angeguckt. Keiner draußen.
Beim Fenster. Welcher? Am Fenster, genau da. Und draußen. Da oben Oben war noch. Da ist noch einer. Ich habe keinen Assi bekommen. Da ist noch einer. Ja. Rechts. Schlaf wieder rum. Müsste hier an der Tür sein direkt. Weil Fuse war die andere Seite vorhin gewesen. Der ist weggelaufen. Der ist weggelaufen, wieder zum Tower. Blackbit war auch erst. Blackbit war auch erst bei mir oben. Da hatte ich gesehen am Fenster. Das Fuse ist weg. Nice. Blackbit ist tot. Blackbit ist tot. Nur noch Fuse, der kommt von hier. Easy. Max ist jetzt raus. Ja, easy. Ja, guck mal. Da hat der Franz, der Daniel. Der Stefan und der Lukas mit den ganzen Kills, was den Zuschauern geboten. Die hat's, okay, Enkel, die hat sich zählen auch. 6 Assi-König. Ich das kann sieht man zwar nicht oft, genau. Aber ich kann auch mal vorne stehen. Ja, die letzten. Training. Ich auf meinen Rang gespannt. Die letzten beiden Runden waren. Auf Franz, gut. Ich bin auch auf meinen Rang gespannt. Und Silber 4. Oh Gott. Silber 4? Oh Gott. Alter, sind wir so gesunken? Boah, da müsst ihr scheiße mal spielen, um zu gewinnen. Wir haben einfach schlecht gespielt. Zu werden, ne? Oh scheiße, wir spielen Bronze, für Silber 4 Gold. Kann man doch zumindest mal ein Alpha picken. Ja, ich habe schon das andere Team an. Ein Bronzespieler, ja, ein Silberspieler. Boah, also Silber 4, das ist schon bad. Ich hätte jetzt gedacht, so Silber 1 vielleicht. Ja, aber Silber 4, das ist schon hart. Achso, Silber 4 ist ja das letzte, ne? Aha. Kurz vor Bronze. Ja. Ja. Geil. Das ist schon hart, ey. Das ist hart. Viva, GG. Richtig geiles Alpha-Pack bekommen. Jetzt könnte ich ja Viva noch sagen. Ja.